Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Part von mir. Heute geht es um eine neue Serie und um einen Charakter, den ich lieben gern vorstellen möchte. Es geht heute um die Serie Seven Deadly Sins. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viele Serien gestartet, zu denen ich Let's Draws mache. Und ich möchte auch gern Seven Deadly Sins dazu tun, weil Seven Deadly Sins habe ich jetzt zu Ende geschaut, irgendwie letztes Wochenende. Und ich muss sagen, ich fand die Serie von seiner Art ziemlich geil, also ziemlich gut. Und mich hat so lange nicht mehr so eine Serie so gefesselt, dass man wirklich dann jede Folge mal anschauen will. Sagen wir mal so, meine vorletzte Serie, wo ich sagen muss, wo ich etwas länger gebraucht habe, war Samurai Champloo. Aber auch diese Serie war super. Und vielleicht werde ich irgendwann mal auch zu Samurai Champloo was sagen. Aber heute geht es um Seven Deadly Sins und ich möchte gerne anfangen mit Meliodas. Und dazu stellen wir uns jetzt mal die Frage, wer ist Meliodas überhaupt? Meliodas ist der Anführer der Seven Deadly Sins. Er ist, okay, da müsste man jetzt diejenigen, die halt keine Englischkenntnisse haben, zum Beispiel jetzt sagen, dass die Seven Deadly Sins übersetzt heißen die sieben Todsünden. Und Meliodas Meliodas ist einer der sieben Todsünden und nämlich die Todsünde des Zorns. Und er trägt das Symbol des Drachen und das trägt er auf seiner linken Schulter. Wobei ich ehrlich gestehen muss, bei der Zeichnung habe ich leider das Symbol vergessen und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm, dass ich das Symbol vergessen habe, weil man sieht das am Ende. Ich habe halt so eine Zeichnung gezeichnet, wo halt seine linke Schulter zu sehen war und da ist das Symbol halt nicht drauf und aber ich schweife mal wieder ab und okay, Meliodas ist halt der Hauptprotagonist dieser Serie und ist auch der Eigentümer einer Gastronomie. Viele nennen es auch eine Bar oder Kneipe, aber ich nenne es eher Gastronomie. Ich hätte es sogar eher Gaststätte genannt, aber Gaststätte heißt ja, dass man da auch schlafen kann. Also ist halt so wie ein Hotel, aber in der Form ist es eigentlich nur ein Ort, wo sich Leute treffen, was essen und was trinken du können. Aber halt die Seven Deadly Sins, auf ihrer Reise konnten die ja da übernachten, die meisten da drin. Also jetzt so Diane konnte jetzt zum Beispiel nicht da übernachten, weil die ja ultra groß ist. Ja. Und es gibt noch was Witziges, was man über dieses Haus sagen kann. Dieses Restaurant heißt dem Ebershut und befindet sich auf dem Rücken eines Schweins, nämlich Mama Hawk. Mama Hawk ist halt die Mutter von, wie der Name schon sagt, Hawk. Also Hawk ist auch dieses Schwein, was Meliodas da ganz halt zur Seite steht. Und Hawk ist auch, kann man sagen, dass der Mülleimer der Gastronomie, weil das Essen, was da zubereitet wird, was von Meliodas zubereitet wird, schmeckt grauenhaft. Aber das Bier soll sehr gut schmecken, laut Meliodas, weil das Bier ist aus einer Brü deswegen ist halt wie sage ich, das Hauptaugenmerkmal die Getränke, die dort vergeben werden. Und das Essen ist halt widerlich und Hawk muss natürlich alles aufessen, was halt übrig bleibt. Und der macht das ja auch gerne. Also der beschwert sich meistens darüber. Aber jedes Mal, wenn er sich beschwert, macht Meliodas Scherz mit ihm und droht ihm, ihn selber zu braten. Und von diesen Witzen gibt es in der gesamten Serie ziemlich viele, dass Meliodas damit droht,
ihn irgendwie zubereitet zu werden. Und Meliodas hat aber auch eine eigenartiges Verlangen, anderen Frauen zu betatschen. Und das war wirklich in der Öffentlichkeit. Wenn man jetzt so bei Prinzessin Elizabeth beobachtet, in der gesamten Serie, hat er sie so oft begrapscht und selbst vor ihrem Vater hat er sich nicht nehmen lassen, auch die Situation auszunutzen, um ihr irgendwie irgendwo hinzupacken. Zwar ist Meliodas ein Lustmolch, aber man kann es ihm dann doch nicht übernehmen, weil er doch in gewissermaßen ein toller und lieber Kerl ist, denn wenn es darum geht, eine Person zu beschützen, ist er voll dabei und selbst halt für Prinzessin Elizabeth hat man in der Serie gesehen, das war halt gegen Ende der Serie, da haben die halt dieses Komplott gestartet und einen Plan ausgeheckt, wie sie Prinzessin Elizabeth befreien, weil sie ja entführt wurde. Und ja, das fand ich halt so gut, weil Meliodas in der Hinsicht eigentlich ein Ritter ist. Also ein Ritter steht ja dafür ein, die Frauen und die Prinzessin halt zu beschützen. Und ja, das finde ich cool. Und ja, gut, kommen wir eigentlich, sag jetzt noch so grob, wie er aussieht. Okay, Meliodas ist eigentlich einer der kleinsten der sieben Todsünden, außer jetzt King. King ist vielleicht, glaube ich, noch kleiner. Aber okay, Meliodas hat blondes Haar, ist klein, grüne, smaragdgrüne Augen, hat eigentlich praktisch immer dasselbe an, hat ein weißes Hemd an, eine schwarze Weste, Stiefel an, kurze Hose und ja, und seine Fähigkeiten sind enorm. Er hat übermächtige Kräfte und er hat auch eine Spezialfähigkeit, zu dem er sagen wir mal, es nennt sich Revenge Counter und da hat er halt irgendwie einen starren Blick. Der hat einen starren Blick und dadurch ich habe hier so im Hintergrund meine hier die Wikipedia-Seite auf und zitiere. Damit deaktiviert er seine Energie und lädt sich mit der Energie der magischen Angriffe, die er eingesteckt hat, auf. Damit konnte er sogar Hendrickson besiegen, was man halt sehen konnte. Und er hat eigentlich auch keine Art von Waffe. Sein Schatz, magischer Schatz, heiliger Schatz, ist ein Dolch, den er damals von einer Freundin bekommen hat, die leider verstarb und den er eigentlich nie bei sich trug, bis Elizabeth den bekam und den dann Meliodas zugeworfen hat. Und diese Freundin hat auch gewisse Ähnlichkeiten mit Prinzessin Elizabeth, was auch dann wo ich auch dann denken muss, vielleicht hat es auch vielleicht viel damit zu tun, dass sie halt so aussieht wie seine damals frühere Bekanntschaft. Und ja, deswegen sie auch sehr beschützen möchte. Nun gut, ich habe wirklich viel zu viel wieder gesagt. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wir sehen uns gleich zurück zum Outro. Hallo zusammen und willkommen zurück zum Outro. Ja, ich wollte eigentlich nur erwähnen, dass die Freundin, die Meliodas damals gekannt hat, keine Bekanntschaft war. Die hatten also schon eine engere Verbindung und es hatte halt mehr als
irgendwie, dass sie sich gekannt haben. Und auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das frage ich eigentlich jedes Mal, ich werde aber nie damit aufhören. Deswegen könnt ihr es immer von mir erwarten, dass ich das frage. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und sagt mir auch ruhig, wie euch das Auto gefällt, weil ich versuche jetzt jede Woche ein bisschen mehr am Auto rumzuwerkeln. Und ich hoffe, ihr freut euch auf das Ende, weil ich habe da ein bisschen was reingebaut. Ist zwar jetzt nicht so der große Blockbuster, aber ich finde, der Übergang ist mega genial gelungen. Mir mega genial gelungen, weil es halt mir passt. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Woche, ich will jetzt nicht mir irgendwas versprechen, entweder sehen wir uns in der nächsten Woche oder einfach beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss, euer Julian.